Ciao ragazzi, um mal Italienisch anzufangen. Sag mal auf Italienisch, oder? Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Die Sarah ist bei mir. Ihres Zeichens Italienerin, deswegen machen wir ein italienisches Intro. Und hier ist natürlich der Marc von Business Studio. Sarah, grüß dich. Und wir machen bei der Sarah Dermal Anchor, und zwar auf den Schlüsselbeinen. Und wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich zeige euch das mal. Wir haben schon ein bisschen angezeichnet, dass das Video nicht mega lang wird. Haben uns das mal angezeichnet bei ihr. Und da seht ihr schon die zwei Punkte auf den Schlüsselbeinen, einmal hier und einmal hier. Das Problem war einfach, oder ist bei vielen Leuten, dass die Schlüsselbeine nicht gleich hoch sind. Jetzt haben wir das quasi angepasst, dass das auf einer Linie ist, dass das Ganze auch gut aussieht. Und ich zeige es nochmal ganz kurz den Zuschauern schnell. Sarah mit dem Linienlaser, bleibst du nochmal kurz so stehen, genau. Ja. Perfekt, dass man das nochmal sieht. Jetzt sieht man, dass die wirklich schön auf einer Ebene sind und das Ganze eben auch gerade ist. Der Punkt in der Mitte, den habe ich gemacht, dass man messen kann, dass es auch von der Mitte her gleich ist. Das heißt, wir haben es mittig gleich und von der Höhe gleich. Gut, okay? So, das heißt, jetzt sind wir eigentlich mal startklar. Als Schmuck hast du dir normale Discs ausgesucht, ohne Glitzersteine? Ja, bitte. Und jetzt werden wir noch eins machen, die Implantate auspacken. Und dann legt man das alles steril auf. Dann wird sich die Sarah hierher setzen und dann werden wir das Ganze stechen. Und ja, du bist ein bisschen nervös. Ja. Ja. Service Piercing hast du schon. Ich habe gesagt, ein Service Piercing ist eigentlich schlimmer, tut mir heavy. Also die Implantate sind eigentlich weniger als Service Piercing. Okay, dann. Aber du hast dazu und alles ist immer kein Sinn. So, warte ganz kurz, sag ich, tue noch schnell was auf. Für den Stuhl. So. Du redest nicht gut Deutsch, oder Sarah, finde ich. Danke. Weil die Italiener, die sind ja doch eher sehr in ihrer eigenen Sprache. Also ja, immer. Viele Italiener, die können kaum Deutsch, ja, weil sie immer nur Italienisch sprechen hier in Deutschland. Was arbeitest du? Bist du auch immer mit italienischen Unternehmen? Oder? Ach nein, nein, ich habe probiert, einen Job zu finden ohne italienische Leute, sonst würde ich nie Deutsch lernen. Ja, richtig. Das war schlau von dir. Was arbeitest du dann? Als persönliche Assistentin für behinderte Leute. Cool. Das finde ich toll. Und was machst du dann für die? Ja, alles kleine Dinge, die kann. Die sie nicht können? Ja, eigentlich sie kann, aber wenn er eine Assistenz hat, sie kann ein totales selbstständiges Leben haben. Also die sind dann zu Hause und du machst dann Einkäufe, hilfst beim. Auch, aber meistens auch Anpflege, auch beim Ausziehen und sowas. Sie bewegt uns, sie arbeitet viel, sie ist sportlich. So. Sportlich? Ja. Was macht die dann? Ja, macht Yoga und Schwimmen. Cool. Ja. Wie kommt man auf so einen Beruf? Was? Wie kommt man auf so einen Beruf? Persönlich ist es denn von behinderten Menschen. Wie kommt man auf so einen Beruf? Eigentlich, ich habe nur diese Anzeige auf Internet gefunden. Okay. Und ja, ich habe diese Probedienst gemacht. Okay. Und hat super gepasst. So. Schön. Ja. Toll, weil ich finde sowas immer also bewundernswert. Ja. Man muss schon viel Liebe zu Menschen haben, um auch mit behinderten Menschen arbeiten zu können. Man braucht Geduld, glaube ich. Ja. Und auch Einfühlungsvermögen. Ja, ne? Einfühlungsvermögen, Verständnis Empathie, für den. Genau, Empathie, Verständnis für die Sachen. Das ist richtig. Wie bei mir im Piercing-Studio auch, wirklich. Weil wenn du nicht empathisch bist, nicht auf den Kunden eingehen kannst, hast du keine Chance. Ja. Also du musst dich immer ein bisschen auch einstellen auf den Kunden, auf die Wünsche, die Bedürfnisse. Und dann klappt es auch. Aber dann schön für dich, für mich. Wie lange machst du das schon? Was? Wie lange machst du das schon? Schon ein halbes Jahr. Cool. Ja. Sehr gut. So, also ich tue nochmal den letzten Schliff machen. Das heißt, wir werden jetzt noch kurz schauen, welches Implantat wir nehmen unter die Haut, dass das auch gut sitzt bei dir. Mhm. Sarah, und dann werden wir das Ganze stechen. Und du kommst aus Italien, woher kommst du da? Aus Turin. Also in der Nähe. Ja, ja, aber schon ein bisschen auch Turin, ne? Also wenn ich auch ein bisschen fahren im Auto. Das sind die Implantatstypen, die wir da unter die Haut nehmen. Ich zeige dir, wie das aussieht. So. Das sind also die Disc, die unter die Haut kommt. Und obendrauf kommt dann der Aufsatz mit dem Verschraubten, wo das verschraubt ist. Und später, wenn du mal sagst, Mensch, ich möchte es nicht mehr haben, ich möchte es wechseln, ich möchte was Neues haben, kannst vorbeikommen, dann schraube ich dir das runter und mache dir was Neues drauf. Ja? Okay. Jetzt schauen wir die Hauttiefe hier. So. Hallo. Dann werden wir mal langsam loslegen. So. Ich hoffe, ich bin mal gespannt, was du sagst. Du hast ja noch ein bisschen 1, 2, 3, 4, oder?
Noch mehr Piercings? Ja, habe, also, ja, hier auf dem Bauch, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch? Bauchnabel. Bauchnabel und Nipple Piercing und ja. Wie sagt man Bauchnabel bitte? Da, wie heißt das? Zunge. Zunge. Ja. Was auf Italienisch? Bauchnabel Piercing? Piercing all'ombelico. Piercing all'ombelico, ja. Ja. Und Brust? Piercing all'un? Al capezzolo. Capezzolo ist die Brust. Ja. Und Zunge Lingua, oder? Lingua, genau. Wir sind ja Lingua, das ist das, oder? Perfekt. Perfetto, ja? Perfetto. Wir Italienischen. Nicht sprechen Spanisch eigentlich ganz kommod. Und da sind aber, man denkt, also Spanisch und Italienisch hat schon Ähnlichkeiten. Aber natürlich ist es trotzdem ja, eine sind Sprache. Viele, nicht alles. Bei den Zahlen und so ist es teilweise ähnlich, aber auch nicht alles. Ja. Na, manche Dinge sind ähnlich, aber man sagt falsche Freunde Worte, weil es sind dann gleiche Worte, aber hat verschiedene Bedeutungen. Ja. Oder ja. Na, ich verstehe schon, wenn die Leute, also ein Freund von mir, der ist Italiener, und da verstehe ich, wenn die reden miteinander, verstehe ich schon oft, was sie sagen, so vom Sinn und durch das Spanische, aber ich könnte es nicht mitreden, ich könnte es nicht so zack an uns. Schade, ne? Wäre cool, wenn das gehen würde, so schwuppdiwupps. So, wie würdest du jetzt auf Italienisch für das sagen? Kennst du irgendeinen Dermal, oder? Wie sagt man da? Wie sagt man da beim Italienischen für die? Dermalrock? Dermal Anker? Si. Si. Piercing Dermal, non lo so. Das ist ganz einfach. Das ist ja Italienischkurs für mich, ja? So. Okay, pass auf, Sarah. Es kann ein bisschen bluten. Okay. Das ist normal, weil Implantate, wenn ich das Loch in die Haut mache und das wieder rausnehme, kann ein Tropfen Blut rauskommen. Ja, das ist nicht weiter schlimm. So. Warum bist du denn hergekommen? Einfach so, oder? Nein, einfach so. Aber Turin ist auch eine schöne Stadt, oder? Ja, ich war schon in Turin. Ist auch schön, oder? Ja, ich war nicht so oft in Turin, ich komme aus dem Land, also okay. Für mich hier ist meine erste Großstadt. Ja. Na, Wien ist eine schöne Stadt. So, bleib locker, gar nicht hinschauen, ja? Einfach ganz locker. So. Jetzt kann auch, du sagst Kegazza oder sowas oder flugst, ne? Nein. Ganz lieb, ganz eine. Bist du temperamentvoll, Sarah? Temperament? Was? Die Italiener, die Frauen, die können auch schreien und so, bist du so? Ich denke nicht, aber österreichische Leute sagen zu mir immer ja, so. Ich denke, das ist natürlich ein bisschen Klischees zu sein. Ja, genau. Klischees. So. War es schlimm? Nein, schon. Wir sind gleich fertig, das Loch ist schon drin. Aha, okay. Es ist schon fertig, das erste. Okay. Siehst du es? Spür, siehst du es da? Siehst du's? Ja. Nein, ich habe nichts. Nicht gespürt? Ja, nicht gemerkt. Oder? Ja, aber ich nicht dachte, eigentlich war es schon fertig. Sehr schön. Na, schau, so soll das gehen bei uns. Das ist wirklich wenig spürt. So wünsche ich mir das. So. Dann machen wir das zweite noch, ja? Ich bereite es nur kurz vor. So. Genau, da kommt ein bisschen Blut raus, das ist normal. Noch einsetzen, aber das Loch ist schon da. Ah, okay. Also die italienischen Frauen haben sehr hohe Schmerzgrenzen. Ne? Keine Zuckungen macht sie. So. Perfekt.
Schon da? Okay. Mhm. Schön geworden. Perfekt. So, dann werde ich das nochmal ganz kurz schnell einmal einsprühen, dass man das Sprühen ein bisschen weg hat, dass es wieder schön ist. Mhm. Dann sind wir eigentlich fertig. Wie war es? War es schlimm jetzt für dich? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Ich habe ja gesagt, es ist weniger als Piercings. Da habe ich recht gehabt. Ja, sehr wenig. Sehr schön. Der eine blutet ein bisschen, der andere nicht. Das ist typisch DA. Mal kann sein, es blutet der eine, mal nicht. Also kein starkes Bluten, ganz leicht. Das ist ein Tröpfchen mehr oder nichts. Dieser Blut da? Der Blut. Aha, okay. Das kommt bei dem Augen. Gut. Wie fühlst du dich? Ja, das fühle ich ein bisschen und das gar nicht im Moment. Sehr gut. Also könnte man sagen, tutti posti niente in ordine, oder? Tutta posta niente in ordine. Tutta. Ich sage immer tutti. Warum kann man nicht tutti sagen? Also, tutti sind für, ist Plural. Plural? Ja. Okay. Also tutta bei einer Person, oder? Deswegen tutta posto, oder? Tutta posto, okay. Ja. Auch wenn es zwei Implantate sind, oder? Bleibt trotzdem tutta. Tutta. Okay. Ja, ist eine... Ich muss ja noch lernen, ja? Okay, dann darf ich dich bitten, mal im Spiegel anzuschauen, wie das Ganze aussieht. So. Und? Ja, toll. Für alle, die gedacht haben, als sie gelegen ist, dass es nicht gerade ist, jetzt sieht man den Beweis, dass es gerade ist. Als du nämlich gelegen bist, war das ein bisschen unterschiedlich hoch. Mhm. Das liegt daran, wenn man liegt, ja, dann ist man einfach anders als beim Stehen, weil die Schultern vielleicht nicht gleich sind. Oder einfach auch die Arme, die du hochziehst, zum Beispiel wenn du den Arm jetzt hochziehst hier, den einen Arm hochtust, dann geht das, dann geht das hoch, dann ist es nicht mehr gerade, wenn du gerade stehst, sind die auch wieder gerade. Deswegen nur das zum Hinweis für die Leute, die zuschauen und gedacht haben, wenn man steht, ist es wieder ganz schön gerade. Das ist ein Aufsatz, der ist selten. Normal wollen die Frauen immer glitzern, aber Sarah wollte nicht glitzern. Und da haben wir die silbernen Discs genommen, was auch sehr cool aussieht. So, ich würde dir jetzt... Wie groß bist du denn, Mensch? Du bist so 1,60, oder? Nein, noch nicht. Du bist noch größer. Wenn du bei dem schönen Regen heute gehst, ein bisschen raus, dann wächst du noch ein bisschen. Schauen wir mal. Sicher. Also wir lassen die jetzt eigentlich offen. Das heißt, Implantate klebe ich eigentlich ja nicht zu, wie ihr wisst. Ich beobachte es noch kurz. Wenn sie nicht mehr bluten, lassen wir sie offen. Mhm. Wenn sie bluten, kleben wir sie zu. Das Pflaster wirst du aber nur bis morgen früh drauf lassen. Ja? Okay. Oder heute Abend würdest du es auch schon runter tun. Das ist also nur ganz kurz. Von der Pflege her, ich erkläre dir mal die Pflege. Du kriegst sie auch schriftlich mit. Mhm. Ich habe sie leider nur in Deutsch und in Englisch, auf Italienisch gibt sie nicht. Ja? Also, das Erste, was du brauchst, ist Botulin Spray und Gel. Also du solltest dir diese Produkte mitnehmen. Das ist Botulin Spray und Gel, das gibst du bei mir im Studio, wenn du möchtest. Ja? Du machst es bitte so, du nimmst zuerst das Botulin Spray. Sprüh dir von dem Spray einfach zwei, drei Sprühe auf das Implantat drauf, links und rechts. Mhm. Dann lässt du es 30 Sekunden einwirken. Danach nimmst du eine Küchenrolle. Die Küchenrolle sprühst du dir ein bisschen ein, machst du ein bisschen zusammen, sprühst die ein. Wenn die eingesprüht ist, tust du im Uhrzeigersinn putzen. Okay. So wie die Uhr geht, ja? Nach rechts, weil so schaut man die Sachen zu. Wenn du es andersrum putzt, drehst du es auf, dann fällst du irgendwann runter. Also im Uhrzeigersinn putzen. Danach nimmst du das Gel vom Brontolin, das ist das Gel, vom Gel einen Tropfen, auftupfen und auch wieder im Uhrzeigersinn bewegen. Okay, aber wieder nach rechts. Fertig. Implantate sollst du nicht drehen, nicht schieben, nicht bewegen. Einfach in Ruhe lassen. Ja? Nur einschmieren, fertig. Okay? Drei Wochen bitte zweimal am Tag und dann drei Wochen einmal am Tag. Was du nicht darfst, ist Sauna, Dampfbad, Solarium und Schwimmen gehen, das ist sechs Wochen verboten. Okay. Duschen, Haare waschen und Sport darfst du morgen wieder. Und Haare färben beim Friseur ist okay. Wenn du die Haare färbst selber und die Unterlast habe, das wäre schlecht für dich beim Haar der nächsten Tag. Ja? Okay. Passt. Ansonsten sehen wir uns wieder zum Wechseln und Kontrollieren. Wenn du möchtest, kannst du gerne kommen, dann schaue ich mir das alles an. Oder wenn du einen neuen Schmuck möchtest. Okay, toll. Was hast du an von Pulli? Ja, diese Stimmen. Kleben so. Ja, das ist nicht gut. Das ist mir zu, nee, dann ist ein Fußlicht. Dann mache ich den Pflaster drauf. Das ist mir lieber. Hast du noch irgendeine Frage, Sarah? Nein, eigentlich nicht. War alles, oder? Ich weiß nicht, was soll ich noch wissen? Nichts, oder? Außer halt, wenn du noch was wissen willst, du kannst es auch alles nachlesen auf unserer Pflegemeldung. Ich mache alles drin. Perfekt.
Gut. Wenn. Wir sagen mal vielen Dank. Molto grazie, was sagst du da? Molto grazie. Ja, mille grazie, mille grazie. Und arrivederci, oder? Bis zum nächsten Mal heißt auf Spanisch hasta la próxima, was sagst du in Italienisch? Alla prossima. Alla prossima. Okay, ragazzi, ciao. Alla prossima. Ciao.